Letzte Runde. Hier wird investiert. Deagle, Full Armor. Die Fuse geht am Start. Und auf Sandros Seiten noch die Farmers. Bin gespannt, was die Terrors hier machen. Mitte wird hier komplett von Anfang an Runde für Runde aufgegeben. Bis auf einmal der Offensive mit Push. Und Janni holt hier mit der Deagle auch noch den Kill. 10 HP zwar nur noch, aber die Deagle einmal in den Kopf geklickt. Und dir gehen die Lichter aus. Und war ja stark gespielt. Aber Funhunter hier mit der Tech 9. Holt den Kill. Nur noch 36 HP. Und da ist auch eine Famas mehr als genug. Aber stark, dass hier beide schleichen und nicht direkt overextenden. Sandro könnte hier als erstes gleich die Steps hören. Da hat er gehört, ist aus dem Fenster rausgesprungen. Und hört die Steps wiederkommen. Da weiß er, ist auf kurz. Oh, da hat er aber auch Steps gemacht. Und da der schöne Kill. 9 zu 6 ist der Endstand der ersten Hälfte. Team United hier in Führung. Und das auch insgesamt, denn die erste Map, die Overpass, konnte mit 16 zu 11 für sich entscheiden. Wird einmal Good Half gecallt, das machen wir auch. Ich glaube zwar nicht, dass wir es sehen können, aber so freundlich sind wir, falls Sie sich das Video anschauen. Und interessant auf jeden Fall hier zu sehen, wie die Teams wirklich auch auf die anderen Entscheidungen oder die Entscheidungen des Gegnerteams reagieren und versuchen so ein bisschen die Gegner auszustechen. Hier gerade wichtig der Deagle Kill, der frühe Deagle Kill gegen die AK. Und die Terrors hier gehen. Voll execute auf A. Schöne Smokes. Ja, wobei hier die Smoke liegt nicht optimal. 4 konnte hier ein bisschen Damage machen. Oh. Da hat er aber Sandro nicht gesehen. Sandro, schön gemacht, dass er da nicht schon frühzeitig geschossen hat. Aber jetzt natürlich seine Position verraten. Ah, das war natürlich wichtig. Wichtigen Kill hier geholt. Selbst wenn 4 jetzt den Kill noch holt, dürfte die Zeit keinesfalls lang. Ja, und da läuft er auch weg. Runde 10 für die Terrors. Team United geht hier weiter in Führung, bekommt ordentlich Geld auf die Bank, kann hier schön einkaufen. CTs werden hier nicht so viel Spaß haben und müssen zugleich aber auch verhindern, dass hier noch viel mehr Runden abgegeben werden, denn das würde bedeuten, dass der Einzug ins Finale verspielt wurde. Aber aufgeben wird hier frühzeitig keiner. Beide Teams freundlich sich schon vor den Matches unterhalten, festgestellt, beide Teams komplett Schweizer. Und da wurde es gefreut. Ah, okay, cool. Da wird ihr auf jeden Fall ein Schweizer einziehen. Und hier, ganz stark von 4. Da holt er den Kill und noch den Assist. Na, nicht mal Assist. Aber schön hier noch in den Rücken geschossen. Und das haben sie stark gemacht. Ah, über die Smoke weg. War eine leider sehr schlecht geworfene Smoke, die viel zu tief lag. Und jetzt gibt es hier den schnellen Argo. Und 4 sagt, nope. Das wird heute hier nicht passieren. 10 zu 8 nur noch.
für Team United, aber Etienne und Yannick hier in der zweiten Hälfte bisher gut am Aufräumen. Pistol verloren, danach beide Runden für sich entschieden. Hier liegt die defensive Smog. Die Smog will letzte Runde, obwohl hier natürlich niemand so spielt wie letzte Runde. Hier werden die Steps natürlich gehört, die auf kurz passieren. Und das Ganze sieht hier nach einem B-Go aus. Geht hier alles durch Apartments und wir schauen mal, wo Fun Hunter steht. Und ob er den Angriff vereiteln kann. Ansagen kann er ihn auf jeden Fall jetzt schon. Vereiteln noch nicht ganz, aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit gewinnen. Und Schaden machen. 4 hier mit dem wichtigen Refrag. 1 gegen 1 nur noch. Oh, und hier starker Kill. 10 zu 9. Eine Runde noch bis zum Ausgleich. Oh, und hier 4 stark gespielt. Tja, die letzten Runden auch an Kills gut aufgeholt. Nur noch 15, 11 bei den CTs. 16 zu 9 bei Seiten der Terrors. Auch sehr ausgeglichen. Und wie auch schon auf Overpass, 10 zu 9, eine Runde auseinander. Keiner hat hier die große Führung. Hier wird einfach mal predicted durch die Smoke mit Nate und einem Prefire. Das Ganze versucht zu delayen. Janni holt hier zwar den Kill, aber auch 4 holt einen Frag. Demnach wieder One-on-One. AK 30 HP gegen M4 A4 100 HP. Aber die Bombe liegt schon mal. Und das ist gerade für den Geldbeutel verdammt wichtig. Oh, aber da Fun Hunter fackelt nicht lange. Holt hier den Frag. Sichert sich auch noch die AK. Denkt sich 2 Kugeln in den Kopf. Warum das, wenn ich auch nur mit einem Headshot töten kann? Da wird einmal die Waffe getauscht. Ja, und 4 holt sich hier die AWP. Was macht Sandro? Okay, hier gibt es Doppel-AK gegen AK und AWP. Und steht 10-10. Das war der Ausgleich. Wir starten hier in Runde 21. Und ich bin gespannt, ob es hier noch zu einer dritten Map kommen wird. Oder ob Team United hier nochmal wieder zurück in die zweite Hälfte findet. Und den Sack zumachen kann. Oh, 4 hat hier fast Sandro im Visier. Aber die Bombe wurde schon auf B gelegt. Es war ein schöner Bait. Die Pille haben die TTs komplett geschluckt. Und wenn Janni nicht springt, hat hier auch eine ziemlich gute Ausgangsposition. Konnte beide Gegner schon sehen. Oh, holt hier auch schön den Frag. Und auch der Frag sitzt fast 5 HP nur noch. Und da kommt er angeflogen. Eiskalt. 11 zu 10 United Esports. Ähnlich wie auf der letzten Map. Da konnten Team Dian und Yannick auch einige Runden gut machen. Wieder ausgleichen und sind einfach dran geblieben, aber dann konnte sich Team United langsam ein bisschen absetzen und das Ganze auch 16 zu 11 für sich entscheiden. Wir schauen, wie es auf Mirage aussieht, ob das einen ähnlichen Verlauf nehmen wird oder ob hier Team Etienne und Yannick sagt, nope, hier machen wir euch einen Strich durch die Rechnung. Mirage werden wir gewinnen. Oh, Yannick hat hier auf jeden Fall gespottet und der Kill. Der wichtige Kill. Oh, und die Diegel macht hier aber Arbeit. Aber Sandro holt den Frag. Wäre bitter gewesen, weil er auch die Bombe hatte. 12 zu 10. Und das Geld der CTs ist schon wieder komplett verschlungen. Da wird eine Scout gekauft, da wird geforst.
Und letztes Mal war genau das ein großer, großer Fehler. Force Buy von Team Etienne und Yannick. Würde heißen, wenn die Runde abgegeben wird, ist auf jeden Fall die nächste auch verloren. Denn dann ist absolut kein Geld mehr da. Und es hieße 14:10 für Team United. Aber natürlich kann es auch wieder ausbezahlen machen. Hier schon den ein oder anderen Deagle-Click rausgehauen. Funhunter auch mit der Scout. Kann natürlich hier ordentlich Schaden verursachen. Vier bringt hier den Call. Da sind Smokes. Komm mal rüber, Junge. Oh, die Deagle hier. Hätte noch weitaus mehr Schaden verursachen können. Und Janni hier mit der AWP, aber starker Kill hier von 4. Geht hier down. Sandro sagt, nope. Das ist meiner. AWP konnte nicht gesaved werden, aber auch nicht allzu wild, denn hier ist richtig viel Geld in der Bank. Nach wie vor alles gekauft. 9.400 auf Sandro, 5.600 trotz AWP auf Janni. Und die CCs sind hier mit P215 und Deagle am Start. Und das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das ausreicht, um hier Runde 24 zu gewinnen. Ah, da wollen die Jungs hier nochmal ein bisschen was Schönes zeigen. Hier ein bisschen Run-Boost. Oder was darf ich... Ja, das müssen wir nochmal üben. Wurde hier nicht gespottet. Aber die Ecke wickelt check und trotzdem Funhunter hier mit dem Kill. Und das wollte ich gerade sagen, könnte eventuell doch noch die Chance sein. Aber hier ist noch ein One-on-One am Laufen. 4 gegen Janni. AWP gegen Deagle. Und das war der Ding. 5 HP gegen 40. Und die war etwas zu voreilig geschmissen. Und wenn 4 jetzt auf kurz kommt, wenn er das schafft, hat er hier natürlich auch die AWP, die er picken kann. Und Janni muss echt aufpassen, dass er hier kurz nicht komplett aus den Augen verliert. Und da ist die AWP. Aber Janni schaut auf die richtige Stelle, holt den Kill. Ace steht so schön drunter bei 2 gegen 2. Nicht ganz so eindrucksvoll wie bei einem 5 gegen 5. Aber trotzdem starkes Spiel von Janni. Schön gemacht. 14:10 das Ganze. Und das sieht nicht gut aus für Etienne und Yannick. Dafür umso besser für Team United. Wir gönnen es natürlich beiden und sind gespannt, ob Team United das Ganze hier beenden kann, den Sack zumacht und ins Finale einziehen. Der Sprung war so sicherlich nicht geplant und wir schauen, was die CTs draus machen. War schön gedacht, schöner Spot. Und Janni hier mit dem Frag und 4. Konnte hier noch den Frag holen. Und Janni versucht hier den No-Scope. Versucht es immer schön zu machen. Und vorbei ist es noch nicht, Junge. Hier gibt's den Diffuse 11:14. Natürlich Vorteil noch bei Team United. Aber so leichthändig darf man nicht eine Runde aus der Hand geben. Denn so eine Runde, die kann dich später noch einholen. Und dann wirst du dich ärgern. Im Höhenflug vielleicht noch gedacht, oh, das wäre nice, wenn das jetzt klappt. Und ruckzuck beißt dich genau so eine Aktion in den Hintern und du verlierst ein Match. Gerade wenn es hier so eng ist. Hier schmeißt ihr die Early Nade, um einem Push, einem Rush entgegenzuwirken. Allerdings haben die Terrors natürlich mehr als genug Geld.
die Flash hat natürlich total gesessen, also an sich selbst. Oh, und hier. Vier hört die Steps. Der hört die Steps. Da sind sie auf jeden Fall Connector drin. Und Janni kommt hier durch. Da hat er Glück gehabt. Oh, und stark. Starker Kill von Janni. Auch der Reed ist hier komplett richtig. Dass hier nach oben gegangen wird. Oh, Fun Hunter. What the fuck? What the fuck wird hier gecallt? Durch die Smoke. Schön predicted. Das What the fuck war schon ziemlich nice. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Aber manchmal läuft es, manchmal, das ist einfach die Intuition. Da läuft er jetzt lang, versucht es einfach und ja, da war halt auch einfach nicht mehr viel HP. Die HP waren rot, da hat genau eine Kugel gelangt und die wurde hier getroffen. Und da hört aber Fun Hunter genauso, dass hier schon der B-Push im Gange ist. Der Molly könnte auch richtig gut liegen. Und da sind sie auch dran. 13 zu 14 nur noch. Und so von dieser einen Runde, von der wir gesprochen haben, die einen eventuell einholen und die noch richtig wehtun könnte. Ja, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber dass genau der Fall eintrifft, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Hier AK und AWP gegen M4 und AWP. Mal schauen, ob United Esports hier noch die Runde für sich gewinnen kann oder ob Etienne und Yannick hier den Ausgleich erzielt. Sehr spannend und sehr knapp hier, Runde 28. Und Yannick hier wieder sicher mit der AWP. Vier genauso. Direkt der Refrag. Und Sandro schleicht hier. Ja, aber das ist der Terror-Spawn. Der andere war Window, der hört dich nicht. Wir fliegen hier gerade mal so ein bisschen durch die Gegend. Schauen gerade mal, was 4 hier macht. Ah, auf jeden Fall hat er den richtigen Riecher. Das Ganze verlagert sich tatsächlich auf den A-Spot. Die Smoke fliegt rüber und ist auch genau für 4 gedacht. Oh, da ist nur noch 12 HP, das ist nicht viel. Und da sprengt er. Und das war natürlich riskant. Zahlt sich aber aus. Der Ausgleich 14 zu 14. Runde 29. Und das bleibt spannend bis zum Schluss. Etienne und Yannick haben hier Mut gefasst, haben sich rangekämpft. Und jetzt ist auch die Economy von Team United völlig gebrochen. Tech9 und Deagle am Start. Wäre zwar nicht zum ersten Mal, dass das für einen Rundensieg langt. Und der Just for the Lols Pre-Fire Shot hätte sogar fast gesessen. Genauso wie das fast ein Double gewesen wäre. Starke Macht von 4 und die sind auch echt guter Dinge und heiß hier Mirage doch noch für sich zu entscheiden. Und es sieht auch sehr gut danach aus. Sandro hier durch Palast auf A. Jetzt ist natürlich nur die Frage, kann er 4 holen? Und 4 kann hier glaubwürdig den Fake verkaufen. Läuft hier weg, als ob er auf B laufen würde. Sandro kommt raus und der zweite AWP-Schuss sitzt. 15 zu 14 und damit Matchball für Team Etienne und Yannick.
Schafft Team United hier in die Overtime zu kommen oder geht's hier auf die dritte Map, die noch nicht entschieden ist? In Köpfen der Spieler bestimmt, aber schwarz auf weiß liegt es noch nicht fest. Und hier vier. Schöner AWP-Frag. Sandro down, Janni. 1 gegen 2. Aber das Ganze ist auch jetzt auf dem B-Spot. Funhunter-Steps wurden gehört von Janni. Das heißt, er weiß, B-Spieler hat auf jeden Fall den Platz hier verlassen. Sollte jetzt mit dem Faken des Bombplants nicht zu lange warten. Und 4 holt hier den AWP-Frag. Und damit 16 zu 14 für Etienne und Yannick. Und das heißt, wir sehen uns auf einer dritten Map wieder. Bis dahin, mach's gut. Ein Erstquack und willkommen hier auf der dritten Map. DE Cobblestone ist geworden. Wir sind beim Playday Online CSGO 2 gegen 2 Turnier. Halbfinalspiel Nummer 1. Dritte Map. Es steht 1 zu 1. Demnach logischerweise Team Etienne und Yannick gegen United Esports. Und ich bitte vielmals um Entschuldigung für das Tohuwabo und das Durcheinander zwecks des Fahnenkreuzes bei der letzten Map, denn das war nur in OBS ein Anzeigefehler. Fahnenkreuz war in der Aufnahme ganz normal vorhanden, deswegen haben wir hier auch wieder zurückgeswitcht. Dürfte demnach kein Problem sein und auch hier wieder in der Aufnahme zu sehen sein. Ich selbst sehe es wie gesagt nicht, deswegen die Verwirrung wollte natürlich hier nur sicher gehen, dass ihr auch ein Fahnenkreuz seht. So. Teams stehen fest. Hier wurde einmal geswappt. United Esports startet hier als CT auf Cobblestone. Etienne und Yannick auf Seiten der Terrors. Und wer uns kennt, wer uns als Cobblestone Elite kennt, weiß natürlich, Cobblestone hat nur einen Bombenplatz und das ist B. Und das ist auch genau der Bombenplatz, der hier gerade direkt eingenommen wird. Sandro hier am Stein in Deckung. Da wird schnell die Bombe gelegt. Gab da natürlich direkt die Möglichkeit, in der Überzahlsituation den Kill zu holen. Aber Janni hier schön. Oh, aber Funhunter. Stark gemacht. 1 zu 0 für Etienne und Yannick. Und auf Seiten der Terrors die erste Runde zu holen, ist natürlich hier Gold wert. Das heißt meist, dass die nächsten zwei Runden auch noch direkt aufs eigene Konto gehen. Und die CTs dann erst zu einem Fullback kommen und wirklich für Probleme sorgen können. Hier gehen aber beide Spieler, wie es aussieht, auf B. Hier gibt es Dauerflash. Und Janni holt hier tatsächlich den Kill. Und ich war komplett falsch. Die 5-7 und die P250 machen hier alles möglich. 1-1 direkt die Anti-Eco geholt. Stark gemacht hier von Team United Esports. Runde 3 startet demnach mit den Waffen auf Seiten der CTs. Das hätte, glaube ich, nach der ersten Runde keiner vermutet. Stark gemacht, auch direkt hier dann auf A das Ganze zu verlagern. Der Boost auf den Baum und den Boost, den verfolgen wir. Den schauen wir uns an. Janni hört hier auf jeden Fall schon die Steps. Wurde natürlich auch an Sandro direkt gecallt. Man sieht direkt auf der Minimap, wie er umdreht. Stark gespielt. Stark gespielt, sich hier umzudrehen von Janni, als der erste rum ist und nicht gesehen hat, nicht, dass der zweite Spieler eventuell den Waffenlauf oder sonst etwas sehen konnte. Und dann schön zugeschlagen. Sehr schönes Teamplay hier, sehr schön anzuschauen. 2 zu 1 für United Esports. Wir sind gespannt, ob die Terrors wieder auf den einzig wahren Spot verschieben.
sieht ganz danach aus. Das könnte diesmal in die Hose gehen. Sandro war darauf vorbereitet, wollte ich gerade sagen. Hier wurde nachgeladen. Schön von Janni nachgesetzt, direkt keine Zeit gelassen für Funhunter hier irgendwas zu reißen, Bombe zu legen oder sonst etwas zu tun. Jetzt natürlich hier gut Geld auf Seiten der CTs. Hier wird die M4 nachgekauft. Sandro mit $6.650 nach dem Full Buy, 3.000 auf Janni. Das ist schon mehr als genug Geld, um auch nächste Runde problemlos auszukommen. Schauen wir mal, was die Terrors machen. Gibt's langsam aber sicher den Go auf B. Stark gemacht. Schöne Kill hier von Funhunter. Diesmal ist auch Janni nicht ganz so nah. Funhunter hingegen allerdings auch nur noch auf 22 HP. Und da ist er down. Aber Funhunter hier mit dem zweiten Frag in der Runde. 2 zu 3 nur noch. Und wer hätte es auch anders erwartet? Es geht hier wieder Runde für Runde ein ständiges Hin und Her. Hier wird sich keiner rauskristallisieren, der mal so klar davon marschiert. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch, wenn ich das sage. Wobei, wäre eventuell auch interessant zu sehen. Richtung Mitte gesmoked, um den Push von hinten zu verhindern. Waffen hier auf beiden Seiten. Wie gesagt, für nochmal einen Fullbuy hat es auf Seiten der CTs natürlich gelangt. Und hier konnten, glaube ich, auch einige Steps gehört werden. 4 ist hier schon auf dem Spot. Und steckt hier auch ein paar Kugeln ein, allerdings noch nicht allzu viele. Und jetzt hat Janni ein Problem. Janni holt hier den Kill. Und da im unglücklichen Moment denkt 4, Janni hat es nach oben geschafft, guckt nach rechts und wird dann geholt. 4 zu 2, Runde 7. AK wird hier gelegt und wieder zurückgefordert. Mache ich in der Regel auch so, weil die AK ist mir doch lieber als die M4. Oh, und da gibt es die P90. Interessant, das war so ein Last-Second-Entscheidung. Es war nur so einseitig, das Ganze hier wird einer Force komplett rein, der andere gar nicht. Nur eine P250 geholt. Könnte aber reichen, gerade mit der P90 hier den Dropper Rush eventuell. Ein sehr schöner Skin hier, die P90 Storm. Und 4 will hier natürlich die Bombe legen. Aber die CTs hören natürlich, wie hier Dropper runter pusht und da kommt Janni von der Seite. Schön gespielt von den CTs. 5 zu 2. Und ja, jetzt ist es natürlich schwierig. 4 hat hier Geld, um was mitzumachen. Kevlar ist auch direkt schon gekauft. Aber was wird er jetzt tun? Was kommt nach dem Kevlar? Funhunter hat hier nicht viel, mit dem er arbeiten kann. Nach dem Kevlar kommt nichts. Einfach nur Kevlar. Kevlar mit Helm. Ich glaube, da waren sie sich bei der Entscheidung, wie mit dem Geld hier umgegangen wird, etwas uneinig. Deswegen hier so die halbherzigen, halbfertigen Buys. Aber vielleicht macht es tatsächlich hier Kevlar und Helm bezahlt. Janni konnte auf jeden Fall natürlich schon callen, dass hier gleich irgendwas auf A passieren wird. Sandro dreht aber wieder um. Oh, und Janni da leider echt zu nervös geworden. Funhunter hat nur noch 1 HP. Vier allerdings mit 100 und auch der AK. Das hat Janni
definitiv weggeschmissen, dadurch, dass er den Kill nicht komplett geholt hat, trotzdem schon für den anderen gepiekt hat und dann für beide Seiten offen war. Ja, das war eine Entscheidung aus der Nervosität heraus. Und 4 nutzt das natürlich eiskalt aus. Schön gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, hier gibt es wieder den Standard-B-Gau, aber Funhunter war erst auf Richtung Mitte A unterwegs. Jetzt doch das Ganze wieder zurückgerudert. Und Janni hier. Wenn Sandro lang genug überlebt, könnte hier der Backstab funktionieren. Sandro, ich weiß nicht, ob er gesehen wurde. Ich glaube, er wurde gesehen. Oh, und er trifft hier keine Kugel. Bombe ist allerdings down. Und das auch oben. Das könnte für 4 zum Problem werden. Oh, wie unglücklich. Janni trifft hier den Schuss, aber nur 15 AP, weil es den kleinen Fußzeh erwischt hat. Im Sprung. Nur geleckt, das ist bitter. War leider etwas zu tief gezielt. Ah, schön gedacht, hat leider nicht ganz gelangt. 5:4 und Etienne und Yannick wieder drauf und dran hier auszugleichen. In Runde 10. Dürfte hier gegen den Eco-Push, Eco-Rush auch kein Problem werden. 4 mit dem schönen Headshot. Schöne Pistole, die er da hat. Und ja, die konnte hier fast noch den Kill holen. Aber Funhunter lässt nicht alles mit sich machen. 5:5. Der Ausgleich, damit wieder unentschieden. Geld und volle Waffen auf beiden Seiten. Volle Nades nur auf Seiten der Terrors. Die Flasche ging ein bisschen zu hoch. Und hier gibt es einen schnellen B-Go. Da gab es wieder den unkontrollierten Spray. Das halbe Magazin schon weg. Und 4 hier. Mit dem Kill durch die Wand. 6:5 Führung für Etienne und Yannick. Wir sind gespannt, ob sie die Führung ausbauen können oder ob United Esports hier direkt wieder nachsetzt. Mit den 5-7s eventuell durchaus möglich. Beziehungsweise ist nur eine 5-7 und eine P250. Aber es hat ja schon mehrmals funktioniert. Hier sehr aggressiv mit der AWP. Funhunter holt ihr auf jeden Fall schon mal den Kill an, Janni. Und jetzt geht's zu zweit in die Dropzone. Und da wird es doch brenzlig. 100 HP gegen 75. Sandro sogar mit der leichten Überhand. Zumindest was die HP anbelangt. Waffe hier natürlich AWP. Die Bombe auch am Mann, kann gelegt werden. Die Smoke allerdings nicht so geflogen, wie sie sollte. Die ging an das kleine Geländer. Oh, da wollte er hier für den Quickscope gehen. Ha, ich verstehe nicht, wie die Leute hier immer so schnell übermütig werden. Und dann versuchen, irgendwelche schönen Sachen zu machen, anstatt für den sicheren Scope zu gehen und den Kill zu holen. Jetzt wieder der Ausgleich hier, 6:6. Und die AWP auf Seiten der CTs.
Wobei hier durchaus ein AWP auf beiden Seiten möglich ist. Vier hat hier 13.000 Dollar, die er ausgeben kann, nach Belieben. Der wird eine Pistol geupgradet, die Smokes, Nades, Flash werden gekauft. Und Geld ist immer noch mehr als genug auf dem Bankkonto. Beide Spieler der CT ist hier wieder auf B zu beginnen, merken aber, okay, diesmal hören wir frühzeitig überhaupt keine Geräusche, keine Steps, kein gar nichts. Deswegen verschiebt hier Janni sinnvollerweise. Sandro auch schon, diesmal frühzeitig. Gut gemacht. Da kommen auch viel Pre-Fire-Schüsse. Und Janni wurde hier gespottet. Die Nate dürfte ihm nicht allzu viel Schaden machen. Die zweite eventuell. Und jetzt hier. AWP-Battle. 1 gegen 1. Sandro gegen 4. Wer hat die stärkeren Nerven? Schöne Idee von Sandro. Aber da hat es nicht ganz gelangt. Die Tech 9 trifft den Kopf, bevor die Pistole von Sandro den Kopf von 4 trifft. 7-6 für Team Etienne und Yannick. Runde 14, zwei Runden erneut noch in der ersten Halbzeit zu spielen. Und es bleibt spannend. Die Teams schenken sich hier absolut gar nichts. Kopf an Kopf rennen. Und das bisher auf allen drei Maps. Und der hätte tatsächlich fast gesessen. Die wiederum nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Janni hier mit der Diegel. Gleich kommt hier zum Duell. Oh, und der hätte fast gesessen. Er war nur leicht nebendran. Oh, das war knapp. Das war eine schöne Reaktion von Funhunter. Und Sandro hier tief auf dem Spot. Unbeeindruckt. Die Terrors könnten davon ausgehen, dass er eventuell... stark gemacht hier. Schöner Headshot durch die Wand. Ganz knapp 2 HP. Aber Sandro holt hier direkt wieder den Ausgleich. Und es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Runde 15. Und mal wieder die Frage, wer wird hier mit der Oberhand in die zweite Hälfte starten? Bisher glaube ich jedes Mal Team United. Ob es diesmal auch der Fall sein wird, wir werden sehen. Auch hier nochmal ein großes Dankeschön an den Serversponsor pukavka.pl, polnischer Serverhost und Server, ihr seht es anhand der Ping, läuft problemlos. Plugins haben bisher auch noch gar keine Probleme gemacht. Und wir sind froh, dass die Server diesmal ohne Störungen, ohne Ausfälle laufen. Und ja, da geht der Dank natürlich Pukavka. Oh, schöner Hit hier. 13 HP nur noch auf 4. Die Nate hätte hier den Kill besiegeln können. Hat sie nicht ganz. Und 4 hier komplett blind. Und da wird Janni geholt. Den hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Funhunter stark gemacht hier. Etienne und Yannick diesmal. Mit dem minimalen Lead zum Start der zweiten Hälfte.
Good Half wird gecallt. Machen wir mit, auch wenn es immer noch, glaube ich, keiner lesen kann. Sollte uns nicht weiter stören. Mal gespannt, ob auch hier die erste Runde standardmäßig in Richtung B verläuft. Der Weg, den die beiden Jungs hier am Anfang gehen, lässt aber genau das erhoffen. Wobei es dann doch wiederum nach einem Connector zu A aussieht. Und das witzigerweise funktioniert perfekt, denn beide CTs stehen hier gemeinsam auf dem Baseboard. Da kommt kein Gegner und jetzt werden sie sich wundern, okay, wo sind die Gegner? Und, oh, Bombe wurde gelegt. Auch ist interessant hier, dass der Push über Dropper auf den A-Spot überhaupt nicht entdeckt wurde und eventuell nochmal eingesetzt werden kann. Da sitzen nicht allzu viele Schüsse. Und das dürfte nicht langen. Die Bombe dürfte hochgehen. Das heißt, Runde für United Esports. 8-8, direkt wieder der Ausgleich. Und so knapp drei Matches in Folge. Ha, was hätten wir uns Schöneres wünschen können? Natürlich hier schöne, krasse Frags und Durchmarsch wäre natürlich auch interessant gewesen für ein paar Highlight-Clips vielleicht. Aber hier so spannende Matches, das macht Spaß. Gerade bei einem 2 gegen 2 zu sehen hier im Halbfinale, dass das Ganze auf Augenhöhe stattfindet. Nochmal zu betonen, obwohl United Esports hier ja ins Halbfinale gekommen ist, ohne ein Achtelfinale- oder Viertelfinal-Match zu spielen, weil beides Mal die Gegner nicht aufgetaucht sind. Dann trotzdem hier so stark zu spielen, spricht schon für sich. Sandro hier hätte den Sack zumachen können. Und Galil nicht seine stärkste Waffe. Fand halt entscheidend auch bei der UMP zu bleiben. Beziehungsweise diese abzugeben. Und hier gibt es keine M4. Da wird die P90 gedroppt. P90 und UMP gegen Double Tech 9. Wir sind gespannt, was die Terrors machen. Ich würde auf jeden Fall für einen schnellen A-Go entschieden. Und erneut ist das der richtige Call. Da sind sie schon durch, bevor die Gegner richtig merken, was passiert. Beziehungsweise Fun Hunter hier schon einen ziemlich guten Spot. Oh, der Dink, aber starker Free Frag. Oh, stark gemacht. Janni hier, eiskalt. Drei Kugeln verschossen, zwei Kills geholt. Das kann sich sehen lassen, auch wenn natürlich der zweite hier Lowlife war, aber der erste direkt ins Gesicht. Das war schon stark. Und es war wichtig, hier nicht den Anschluss zu verlieren, direkt wieder auszugleichen, wie wir das mittlerweile gewohnt sind. Wir sind in Runde 19, steht 9-9. Und das muss man schon sagen, es gibt hier einfach keinen Favoriten. Ich könnte nicht sagen, okay, aufgrund der ersten Matches, der ersten beiden Maps, ja, wahrscheinlich wird es das Team machen. Ja, es war von Anfang an ein ständiges Hin und Her. Und hier wurde doch nochmal brenzlig. Mit dem Push hat keiner gerechnet, der beiden Terrors. Wurden ein bisschen überrascht. Rush demnach eigentlich erfolgreich, aber nicht hundertprozentig erfolgreich zu Ende geführt. Ah, fehlen nur noch 12 AP. Nicht mehr allzu viel, was er da noch tun kann. Und da geht er down. 10-9 für Team United Esports. Ja, Overpass konnte United 16-11 für sich entscheiden. Etienne und Yannick hingegen hat auf Mirage 16
zu 14 gewonnen. Und das nach einem schönen Comeback, lagen einige Runden zurück und sind dann komplett bis zu dem 16-14 durchmarschiert. Auf Cobblestone nach wie vor hat noch niemand so die Nase weiter vorne. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken, denn da wird der Mund etwas trocken. Chicken hier eine gute Position, aber Sandro direkt mit dem Refrag. Wechselt hier nicht die Waffe, ist dann auf die große Distanz eventuell leicht im Nachteil. Sollte er hier das Battle suchen, was er nicht tun sollte. Was er dennoch tut, dann natürlich den kürzeren zieht. Denn die P90 hat auf mittlerer bis hoher Distanz natürlich keine Chance. Der M4 oder auch AK gegenüber. Ah, da merkt man doch die Nervosität. Da fehlen die Nerven, einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis der Gegner sich zeigt. Oder rechtzeitig auf eine andere Waffe zu wechseln. Lagen ja mehr als genug drumherum. 10 zu 10 demnach. Mal wieder. Runde 21 startet. Funhunter zieht sich auf A zurück. Und diesmal scheint es so, als ob Sandro entweder versucht, einen Kill zu holen oder B anzufaken, damit es hier einen clean A-Go geben kann. Sandro geht tatsächlich auch komplett durch. Interessiert Funhunter herzlich wenig. Schöner Kill hier von Janni. Und jetzt ist dann 4. 1 gegen 2. Beide allerdings angefragt. Schöne Spots haben sie jetzt. Zeigen sich nicht. Und Sandro holt hier direkt auch den Kill. 11 zu 10. Und was das Geld anbelangt, sieht auf Seiten der CTs nicht gut aus. Die Terrors haben auch nach der Runde noch einiges mit dem zu spielen können. Seiten der CTs gibt es hier die UMP. Ja, Kevlar 5-7. Ja, das ist einfach ihr Ding. Diesmal würde es eventuell heißen 13 zu 10. Sollte der Force-Buy sich nicht bezahlt machen. Stehen bei dem Dropper. Das heißt, hier war natürlich eine gute Chance, direkt auch die Gegner wegzuholen. Aber dadurch, dass man einfach gar nicht Dropper geht, wo eventuell zwei Leute auf engem Raum doch mit nicht ganz so guten Waffen was bewirken können. Und dem ganzen Vorbeugen, die man woanders langläuft, ist der Force-Buy, so wie ihn sich die CTs vorgestellt haben, direkt vereitelt. Man hat mal wieder ihren Röntgenblick an. Die Smoke war suboptimal. Auch wenn hier ein bisschen Damage verteilt wird. Aber es bleibt auch bei dem bisschen Damage. Wobei Janni hier gespottet wurde. Und er hat sich 4 verraten. 4 verrät sich hier. Sandro ganz wenig Leben. 12 AP, da geht er down. Schön gemacht von den beiden, sich hier aufzuteilen, ihm zu umzingeln. Keinen Raum zum Atmen zu lassen. Bombe wird entschärft. Und, ja, was soll ich sagen? Erneut der Ausgleich. Wie jede zweite Runde gibt es hier den Ausgleich. 11 zu 11. Und diesmal hat sich der Force-Buy definitiv gelohnt. So, 4 hier auf B. Sandro und Janni gehen hier über Dropper in Richtung A. K
könnte wieder die richtige Entscheidung sein, wenn sie es denn durchziehen. Oder hier ist der Baseboard frei. Allerdings, Funhunter dürften sie rechtzeitig hören, gehört haben, eventuell oder auch nicht. Er nicht. Aber er kriegt nicht den Kill zustande. Viel einfacher kann man einen Kill nicht geschenkt bekommen. Und da holt er trotzdem noch den Headshot. Aber Janni sagt, das kann ich auch. Auch wenn er nur mit 11 HP überlebt. 12:11 für United Esports. 24 Runden auf dem Scoreboard. Und ja, es bleibt einfach unfassbar spannend. Hier könnte doch einfach irgendwann irgendwer mal 2 Runden oder 3 Runden in Führung gehen. Aber nein, jede Runde hin und her. Hier wird eventuell mit einem Push gerechnet, mit einem Rush über die Mitte. Der ist hier tatsächlich nicht angesetzt, sondern beide halten hier B. Wieder mit dem Force Buy. Oh, und da geht's geschlossen rüber auf... Ah, und das sollte jetzt eigentlich das Go für die Terror sein. Haben sie wohl nicht gehört. Haben sie wohl nicht gehört. Wüssten jetzt Team Etienne und Yannick, wie sorglos die beiden gerade auf B-Lang rausgegangen sind, würden sie sich vielleicht oben auf Terrasse mal setzen. Denn da hat gerade keiner gecheckt und das kann durchaus fatal enden. Schöner Kill, schöner Refrag von 4 und die Nate sitzt, aber ist etwas einen zu hohen Bogen geworfen worden. Sandro spielt hier aber schön mit der Zeit, holt hier schön den Frag und geht hier schön drauf. Aber Runde gesichert und tatsächlich, tada, 2 Runden in Führung, 13:11 und Geld ist wieder etwas, dass die CTs hier nicht besitzen. Diesmal machen sie es auch klug. Hier wird nicht geforst, nicht reingekauft. Hier wird gespart, um nächste Runde richtig Geld zu haben. Denn man hat lieber Gegner mit 14 gewonnenen Runden und noch eine Chance, als dass die Gegner direkt vor dem Matchball stehen, sollte der Force Buy nicht funktionieren. Der Boost hingegen, oh, der wurde hier nicht durchgezogen. Den hätte ich hier ganz gerne mal gesehen. Oh, das war ein starker Ding hier von Funhunter, aber Janni mit der AWP treffsicher, 14:11, jetzt allerdings auch wieder gegen volle Waffen. Das sieht wieder nach B aus, beide CDs auch auf den B-Spot unterwegs, hier gibt es direkt eine Smog, um das ganze Geschehen etwas zu verlangsamen. Und 4 hier mit dem offensiven Push. Und diesmal bezahlt er sich auch. Sandro tot. Aber Janni sagt sich, was, du killst mein Teammate, dann töte ich dich. Pickt schnell die Bombe. Macht hier nochmal ein bisschen Action im Dropper. Und verschiebt nicht auf A, sondern geht tatsächlich in den Dropper. Jetzt die Frage, hat er ihn gesehen? Hat er ihn gesehen oder nicht? Funhunter, das dauert natürlich schon ziemlich lange. Er könnte auch die Smoke geworfen und dann auf A gegangen sein. Das ist eventuell das, was ihm jetzt durch den Kopf geht. Aber da ist natürlich jetzt ganz klar, die Bombe wird auf B gelegt. Ah, Janni hört natürlich hier die Steps.
schön gemacht von Janni hier mit dem Close Spot. Da hat Van Hunter nicht gerechnet. Er hat einfach auf lang gewartet, lang predicted. Gerade weil er noch nach links hat gehen sehen, von daher gar nicht so abwegig. 15 zu 11 jetzt für Team United Esports. Und das sind 4 Match-Runden. 4-mal die Chance, das Match zu beenden, ins Finale einzuziehen. Und um sich auf jeden Fall schon mal den 2. Platz zu sichern. Und genau dann werden sie erneut übermütig. Sandro hier schön noch mit dem Kill. Aber Janni hat wieder die Nerven nicht behalten. Springt hier mit dem Elektroschocker, mit dem Taser runter. Und muss direkt dafür bezahlen. Weshalb man sowas tut, I don't know. Cool bleiben. Ganz normal spielen. Match gewinnen und dann darf man sich freuen. Davor ist noch nichts entschieden. 4 hat hier noch den richtigen Winkel auf lang. Oh, Sandro hat ihn aber auch gesehen. Und 4 holt hier den Kill. Ja, das hat Janni einfach weggeschmissen. 3-mal die Chance noch, das Ganze hier dingfest zu machen. Aber schöne Kills hier von 4. Wird er sich bestimmt bei Janni bedanken. Für den frühen Entry-Kill. Ich meinte das nicht wortwörtlich, nicht, dass er das jetzt in den Chat schreibt. Aber wir sind gespannt, was die Terrors jetzt machen. Oh, aber diesmal Van Hunter, einen sehr guten Spot. Damit werden sie wohl nicht rechnen. Damit werden sie nicht rechnen. Sie denken, sind bestimmt beide wieder B. Wenn es Van Hunter nicht zu früh verrät, kann er beim Plant hier eventuell beide ausschalten. Genau das macht er. Sehr starker Spray, sehr, sehr, sehr gut gespielt. Schön hier die Position komplett zu wechseln. Und da haben sie nicht mit gerechnet. Keiner hatte auch nur ein Auge auf lang geworfen. Schön gemacht. Gibt's einmal das Chicken. Easter Chicken am Start. Guck mich nicht so verdutzt an. Jawohl, da machst du den Bunny Hop, so wie sich das gehört. Sandro geht langsam hier Richtung B. Allerdings wird er genau hier schon erwartet. Auch die Ansage kam direkt, okay, B sind auf jeden Fall Schüsse. Mindestens einer am Start. Warum er jetzt hier Dropper deckt, I don't know. Da ist sein Mate drin. Da kann keiner rauskommen. Und Janni versucht hier auf A zu gehen. Bombe ist noch komplett down. Ja, die spielen hier auf Zeit, aber die Zeit läuft auch weiter ab. Und Van Hunter holt hier den ersten Frag. Im richtigen Moment gedacht, okay, B kommt doch nicht. Könnte eventuell A sein. Und Sandro, wenn er sich hier beeilt, kann hier noch den Plant bekommen. Und hat die Chance, die Runde doch noch zu gewinnen. Und er schaut im falschen Moment weg. Da wird nicht sauber geschaut. Und da wird die Runde abgegeben. 14 zu 15. Runde 30. Wird gespielt. Und wir sind gespannt, ob es in Overtime geht. Oder ob Team United Esports ins Finale einzieht.
Allerdings alles, womit sie gerade noch spielen, sind Tech 9 und AK mit insgesamt nur 4 Granaten. Mein AK ist schon sehr, sehr stark. Aber ob das langt? Vier wartet hier schon gespannt. Und die Smoke würde es verraten. Aber da schaut keiner auf den Spot. Trotzdem wird der Frag geholt und das war wichtig. Jetzt ganz, ganz schwer für Funhunter. Oder auch nicht. Da steht Janni mit der Granate in der Hand. 1 gegen 1. Und Sandro kriegt hier geschenkt. 16 zu 14. Geht das Match aus. Team United Esports zieht hier ins Finale ein. Wir sagen GG. Bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Halbfinalspiel wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.